Luis, kommst du bitte? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, Papa, ich komme ja schon. Aber guck mal das Krankenhaus. Guck mal, wie riesig das ist. Wie cool. Und hier darf ich dann immer hinkommen und mein Praktikum machen. Das ist so cool. Ja, Luis, ich weiß, du bist aufgeregt. Aber ich muss jetzt auch langsam zu meinem Job. Und der ist in einem anderen Teil von dem Krankenhaus. Deswegen, ich muss dich hier jetzt absetzen. Und ja, ich habe halt, wie gesagt, nicht den ganzen Tag Zeit. Ist ja gut, Papa, ich komme ja schon. Wow, guck mal. Luis, was hast du denn jetzt schon wieder gesehen? Guck doch mal, da ist ein echter Rettungswagen. So ein echt direkt vor mir. Luis, du siehst doch ständig Rettungswagen in der Stadt rumfahren. Das ist doch jetzt nicht so besonders. Ja, aber halt nicht so nah an mir dran und dass er einfach nur stillsteht. So, Luis, komm, wir müssen jetzt reingehen. Ja, ich komm schon. Oh, danke, dass du die Tür offen gehalten hast. So, und die Tür auch wieder schließen. So, Luis, hier wirst du jetzt dein Praktikum machen und du musst dich bei Dr. Ed melden. Nicht vergessen, bei Dr. Ed. Okay, bei Dr. Ed, aber wie finde ich die denn? Frag doch einfach die Person da vorne am Empfang, die müsste das ja wissen. Okay, alles klar. Und du musst dann jetzt weiter zu deiner Schicht, richtig? Ja, so sieht's aus. Tschüss, Luis. Oh Mann, Papa hat's ganz schön eilig. Der hätte auch, wir hätten auch einfach ein bisschen früher losfahren können. Naja, dann frage ich mal nach. Hallo? Mein Name ist Luis Feenstaub. Ich mache hier ein Praktikum im Krankenhaus und ich soll Dr. Ed finden. Ja, also, wir waren ja auf dieser Party und dann, weißt du... Hallo? Hallo? Ich spreche mit Ihnen... kannst du mich vielleicht mal kurz hier in Ruhe telefonieren lassen? Geh mal da hinten in den Wartebereich, bis ich hier fertig bin. Oh Mann, hier ist irgend so ein nerviges Kind. Naja, egal, also auf jeden Fall. Oh Mann, wie komisch, der hat überhaupt nicht nett mit mir geredet. Aber gut, der ist wahrscheinlich sehr beschäftigt, dann gehe ich jetzt erstmal in den Wartebereich. Oh Mann, das ist total langweilig hier. Ich bin auch voll durstig, aber da ist ja ein Getränkeautomat. Ich hole mir da mal was raus. So, hier Geld einschmeißen und... Dann kommt da unten eine Erdbeerlimonade raus. Die lieb ich. Die schmeckt echt gut. Ach, Mensch, der ist ja immer noch am Telefonieren da hinten. Dann gucke ich mal, was für Magazine die hier im Wartebereich haben. Aha, okay. Oh Mann, so habe ich mir mein Praktikum überhaupt nicht vorgestellt. So, ich gehe da jetzt nochmal hin. Aber erst natürlich die Flasche wegschmeißen. Hallo, hallo, ich rede mit dir. Ich suche Dr. Ed. Oh, da ist schon wieder dieses nervige Kind. Ich muss auflegen. Was? Mein Name ist Luis Feenstaub und ich mache hier ein Praktikum und ich soll Dr. Ed finden. Ach, okay, dann rufe ich sie jetzt an. Hallo, Dr. Ed, hier ist irgendwie so ein Junge, der sagt, der macht ein Praktikum oder so. Ah, super, Gino, aber der ist ganz schön spät dran. Na, sieh mal einer an. Gut, dass ich sowieso gerade auf dem Weg war. Hallo, sind Sie Dr. Ed? Ich bin Luis Feenstaub und ich soll hier ein Praktikum machen und mich bei Ihnen melden. Ich warte schon eine halbe Stunde. Hi Luis. Ja genau, die bin ich. Also eigentlich Dr. Edwina Strand. Eigentlich würde man Dr. Strand sagen. Aber sag einfach Dr. Ed zu mir, so nennen mich alle, weil ich eben cool bin. Hi Luis, freut mich dich kennenzulernen und dass du schon wartest, tut mir natürlich leid. Ach, typisch wieder unser Gino. Der hat wahrscheinlich mal wieder telefoniert. Guten Morgen. Gino, sag mal, hast du meine Akte gesehen? Nee, keine Ahnung. Warum sollte ich wissen, wo deine Akte ist? Hey, guten Morgen, Alex. Hier ist übrigens ein neuer Praktikant, Luis, von dem ich dir schon erzählt habe. Ah, ja, richtig. Da war ja was. Hi, Luis. Sei doch so lieb und führ ihn bitte einmal durchs Krankenhaus rum. Uff, ja, also eigentlich habe ich ganz schön viel zu tun hier. Keine Sorge, um die Akte kümmere ich mich. Und schon hat sie sie weggenommen. Sie halten die aber verkehrt rum. Und wie immer, da ist sie weg. Tschüss, bis später. Hi, Alex, darf ich dich auch so nennen? Oder bist du Doktor sonst was? Nee, alles gut, Luis. Wir sind hier ziemlich informell im Krankenhaus. Du kannst mich ruhig Alex nennen. Naja, dann komm mal mit. Wir gehen jetzt erstmal zum OP-Saal. Gino, nimm gefälligst deine Füße vom Tisch. Nee, ich glaub nicht. Oh Mann, dieser Gino macht mich echt wahnsinnig. Aber naja, er ist der Neffe der Chefärztin. Also kann er so ziemlich machen, was er will. Ganz schön unfair. Ja, also auf mich hat er jetzt auch echt nicht den besten Eindruck gemacht. Wie auch immer. Naja, das ist der OP-Saal. Hier wirst du wahrscheinlich nicht viel Zeit verbringen. Hier dürfen eigentlich nur professionelle Ärzte rein.
Aber ich zeig dir trotzdem mal was, weil hier ja gerade nichts passiert. Ah, cool, was sind das denn für Geräte? Luis, bitte nichts anfassen, die sind alle sehr sensibel. Und das hier ist das Waschbecken. Hygiene ist im Krankenhaus alleroberste Priorität. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Visite und du kannst zugucken, wie das so abläuft. Das heißt, ich werde die Patienten heute einmal alle begrüßen und schauen, wie es ihnen geht. Gino, hast du vielleicht die Akte der Patienten von oben? Keine Ahnung, wo die ist. Oh, sie liegt doch hier genau unter dem Telefon. Oh Mann, ey. Naja, dann lass uns mal hochgehen. Also Gino ist echt super komisch und Dr. Ed ist auch ein bisschen schusselig. Aber naja, Alex wirkt auf jeden Fall nett. Auch wenn er ganz schön gestresst und übermüdet wirkt. So Luis, und hier sind wir jetzt im zweiten Stock. Hier befinden sich die ganzen Zimmer der Patienten. Ah, da ist ja auch schon Herr Schmidt unterwegs. Oh, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin Luis, ich bin der Praktikant. Was hängt denn da an Ihrem Arm? Sehr aufmerksam, Luis. Herr Schmidt wurde gestern operiert und deswegen hängt er jetzt noch am Tropf. Damit ist nämlich die Flüssigkeitszufuhr gesichert. Das ist sehr wichtig nach einer Operation. So, dann schauen wir uns doch mal die Werte an, die die Nachtschwester hier noch aufgeschrieben hat. Herr Schmidt, wie geht's Ihnen denn jetzt so nach der OP? Ach, eigentlich geht's mir ganz gut. Hier wird sich gut um mich gekümmert. Herr Schmidt? Ihre Schuhe sind ja verkehrt rum an. Ach, herrje, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das muss ich jetzt auf jeden Fall erst einmal korrigieren. So, Luis, wir sind hier auch fertig. Komm, wir können weitergehen. Okay, tschüss, Herr Schmidt. Tschüss, Herr Schmidt. Schönen Tag noch. Bis später. Tschüss, ihr beiden. Oh Mann, das sind aber nette Leute. So, und hier geht's zur nächsten Patientin. Oh, Schwester Lucy ist ja auch da. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, hallo, Alex. Ich mach gerade einen Kaffee. Oh, wen hast du denn da mitgebracht? Ist das dein Bruder? Hallo, ich bin Luis. Hallo, Luis. Na, möchtest du auch einen Kaffee? Lucy, nein, der ist ja noch viel zu jung für einen Kaffee. Außerdem macht er hier ein Praktikum. Er ist nicht mein Bruder. Ja, genau. Aber wenn Sie Kakao hätten, das würde ich vielleicht nehmen. Alles klar. Zwei Kaffee und ein Kakao. Kommt sofort. Guten Morgen, Frau Blume. Und wie geht's Ihnen? Ach ja. So, lala, würde ich sagen. Also, ich bin noch nicht ganz so fit und ich kann auch noch nicht wirklich aufstehen. Und leider muss ich den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Es ist schon langweilig. Ach ja, das ist natürlich nicht so schön zu hören, aber da schreibe ich mir dann erstmal alles auf. Luis, hilf du doch Lucy schon mal mit den Getränken. Oh, das ist aber nett, dass du mir hilfst. Dann lass uns mal rausgehen und warten da auf Alex. Oh, hi Lucy, der Kaffee, der kommt ja wie gerufen. Oh, Dr. Ed, ja, okay, ja, dann, ja, bitteschön. Hm, lecker, danke, tschüss. Oh Mann, Dr. Ed ist echt ein Wirbelwind. Oh nein, jetzt haben wir doch gar keinen Kaffee mehr für Alex. Oh Mann, ich bin so müde und gestresst. Kaffee ist jetzt echt die Rettung. Tut mir leid, Dr. Ed war gerade da und hat ihren Kaffee einfach aufgetrunken. Oh, naja, okay. Ich werde den Tag wohl irgendwie überstehen. Naja, dann komm mal wieder mit nach unten, Luis. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns dann später. Ja, Luis, wie hat dir denn dein erster Tag so gefallen? Also ich muss sagen, es sind ja alle ganz schön schrullig, aber eigentlich ist es auch sehr witzig. Also ich glaube, das Praktikum könnte mir gefallen. Ja, das stimmt. Also hier geht's ganz schön drunter und drüber. Und wenn schon nicht bei den Patienten, dann auf jeden Fall beim Personal. Aber was genau mache ich denn jetzt hier eigentlich in meinem Praktikum? Bisher bin ich ja einfach nur mitgelaufen. Das kann ich dann wohl am besten beantworten. Alex, bist du so gut und bringst in der Zeit bitte meine Tasse weg? Ja, ich habe auch sonst nichts Besseres zu tun. Okay, bis dann, Luis. Tschüss, Alex. War nett, dass du mich heute rumgeführt hast. Okay, Dr. Ed, was mache ich denn jetzt bei diesem Praktikum? Also medizinisch gesehen kannst du leider natürlich nicht helfen. Das geht natürlich nicht, solange man kein Arzt ist. Aber du kannst natürlich gerne die Belegschaft unterstützen und auch ab und an mal die Patienten besuchen. Ich glaube, die werden sich sehr, sehr darüber freuen. Ja, das klingt doch eigentlich echt gut und ich glaube, wenn ich hier einfach den Tag verbringe, dann werde ich natürlich auch so sehr viel mitbekommen und lernen. Das klingt gut, das mache ich. Okay, super. Und viel mehr Schaden als Gino anrichten kannst du sowieso nicht. Was? Ich habe mich wohl verhört? Aua. Und deswegen sollst du nicht kippeln. Hallo Luis, ich bin jetzt wieder da. Na, wie war dein erster Tag? Hallo Papa,
Also ich muss sagen, die Leute, die hier im Krankenhaus arbeiten, sind irgendwie alle ganz schön verrückt. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich freue mich echt total auf das Praktikum. Ich bin gespannt, was ich hier noch so alles erleben werde. Das wird bestimmt ein richtiges Klinikchaos. Guten Morgen, liebes Krankenhaus. Hier ist Luis Feenstaub und ich bin bereit für einen wundervollen Tag hier bei meinem Praktikum. Oh, diese Blumen, die duften auch einfach so gut. Guten Morgen, Gino. Ich hoffe, du hast einen ganz tollen Tag heute. Luis, was ist denn mit dir bitte los? Warum hast du denn so gute Laune? Na, Gino, heute ist doch Valentinstag, das Fest der Liebe. Und ich verbreite heute ganz tolle Schwingungen hier im Krankenhaus. Wenn du meinst, Valentinstag ist ganz schön lame. Das sieht mir aber anders aus. Du hast ja doch eindeutig einen Liebesbrief an deinem Platz. Guck, da ist ein Umschlag und da ist ein großes Herz drauf gemalt. Was? Ein Liebesbrief? Was redest du denn da? Na, das ist doch eindeutig ein Liebesbrief. Moment, ich hol ihn mal. Potzblitz, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kommt denn da ein Liebesbrief hin? Ich glaube nicht. Doch, guck, ich mach ihn mal auf und dann kannst du selbst sehen. Halt, stopp, Luis. Wenn das mein Liebesbrief ist, und das ist ja wohl eindeutig, wenn er an meinem Platz liegt, dann sollte auch nur ich den aufmachen. Alles klärchen, hier bitte. Dann mach ihn halt selbst auf. So, dann wollen wir doch mal sehen, was irgendjemand Tolles über mich geschrieben hat. Meine allerliebste Butterblume. Du bist immer für mich da und es ist so schön, dich jeden Tag zu sehen. Ich wünsche dir für die Herausforderung nur das Beste. Einen schönen Valentinstag, dein heimlicher Verehrer. Oh wow, das ist ja wirklich ein Liebesbrief für mich. Wow, wie nett. Gino, bist du sicher, dass der an dich gerichtet ist? Ja, natürlich. Allein der erste Satz, meine allerliebste Butterblume. Ich meine, guck dir doch meine blonden Haare an. Natürlich bin das ich. Und was da sonst so steht, ja, das kann man auf jeden Fall auch auf mich interpretieren. Ich meine, es ist so schön, dich jeden Tag zu sehen. Ich sitze hier mitten am Empfang, ganz am Anfang des Krankenhauses. Jeder sieht mich jeden Tag. Also, wer wird denn bitte öfter gesehen als ich? Und die Herausforderung, für die mir nur das Beste gewünscht wird? Mein ganzes Leben ist eine Herausforderung. Das muss an mich gerichtet sein. Schließlich war der auch hier an meinem Platz. Ja, also die Logik kann ich auf jeden Fall nicht bestreiten. Aber sag mal, meintest du nicht, der Valentinstag wäre lame? Und jetzt bist du so hin und weg von diesem Liebesbrief. Naja, ich meine den Valentinstag allgemein, aber jetzt will ich auf jeden Fall herausfinden, wer diesen Brief für mich geschrieben hat. Luis, du hast ja eh nichts zu tun. Warum gehst du nicht einfach durchs Krankenhaus und findest heraus, wer den geschrieben hat? Danke! Oh Mann, dieser Gino. Aber ja, stimmt, heute bin ich im Auftrag der Liebe unterwegs. Ich bin Amor Luis und ich werde herausfinden, wer Gino diesen Liebesbrief geschrieben hat. Also dann, mache ich mich mal auf die Spurensuche, mal sehen, ob ich etwas finde. Oh, da ist ja Herr Schmidt. Ich sag ihm mal guten Morgen, wenn ich schon hier bin. Guten Morgen, Herr Schmidt. Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beim Frühstück stören. Ach, das ist doch gar kein Problem, Luis. Guten Morgen. Herr Schmidt, was essen Sie denn da? Der Apfel sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das nennt man einen Liebesapfel. Der ist komplett rot glasiert. Ein Liebesapfel für den Valentinstag, den hat mir Frau Blume gegeben. Ist das nicht lieb? Oh ja, das klingt echt nett. Apropos Valentinstag, haben Sie vielleicht Schwester Lucy gesehen? Ja, Schwester Lucy ist gerade bei Frau Blume. Die bereiten sich schon auf die OP später vor. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber Frau Blume wird heute operiert. Oh, ich hoffe, heute geht alles gut. Ah, alles klar. Danke, Herr Schmidt. Dann schaue ich da mal vorbei. Guten Morgen und einen schönen Valentinstag. Amor Luis ist unterwegs. Oh, guten Morgen, Luis. Aber sei bitte nicht zu laut. Frau Blume hat heute ihre OP und sie ist ganz schön aufgeregt. Oh, Entschuldigung. Guten Morgen, Frau Blume und einen schönen Valentinstag. Schwester Lucy, könnte ich Sie gleich draußen sprechen? Ja, natürlich. Ich muss hier nur noch ein paar Sachen vorbereiten. Wir sehen uns gleich draußen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die OP, Frau Blume. Das wird bestimmt alles gut gehen. Oh Mann, das dauert ganz schön lange. Ich glaube, ich warte mal lieber unten im Wartebereich. So, hier müsste Schwester Lucy dann ja auch gleich vorbeikommen. Lalalala. Hallo, Schwester Lucy. Oh, Luis, was erschreckst du mich denn so? Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich habe hier unten auf Sie gewartet. Ich habe etwas ganz Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Ach so? Was gibt es denn? Was hast du, Luis? Was ist denn so wichtig? Also, heute ist ja Valentinstag und Gino hat einen Liebesbrief gefunden
und jetzt versucht herauszufinden, wer ihm den wohl geschrieben hat. Und da dachte ich, vielleicht haben sie den ja geschrieben. Was? Ein Liebesbrief an Gino? Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Bist du sicher, dass der nicht vielleicht an mich gerichtet ist? Oh, und vielleicht hat ihn ja Dr. Edson geschrieben. Wer weiß. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Der Brief war doch bei Gino. Naja, ich weiß auch nicht. Also er ist davon überzeugt, dass er an ihn gerichtet ist. Na, dann wollen wir doch mal selber sehen. Gib mal her den Brief. Moment mal, das ist mein Brief? Ach, papalapap, ich lese ihn einmal selbst durch. Butterblume, schön dich jeden Tag zu sehen. Du bist immer für mich da. Ja, also das ist doch eindeutig an mich gerichtet. Das ist doch klar. Ich bin Schwester Lucy. Ich bin immer jeden Tag für alle da. Das ist mein Job. Und außerdem muss ich ja heute bei der OP assistieren. Das ist ja wohl die Herausforderung. Also, ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass der Brief an mich gerichtet ist. Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Für wen ist der Brief denn jetzt? Na, ganz klar an mich. Und, wer den geschrieben hat? Ich glaube immer noch Dr. Ed. Aber, na, das ist doch ganz eindeutig. Der ist an mich geschrieben. Hol bitte mal Alex dazu. Der kann das bestätigen. Gut. Dann streitet ihr beiden euch mal weiter. Ich hol Alex. Guten Morgen, Alex, und schönen Valentinstag. Ah, Luis, was erschreckst du mich denn so? Oh, meine Güte. Alex, warum bist du denn so schreckhaft? Hast du etwa ein Geheimnis? Was? Was für ein Geheimnis? Nein. Ich bin hier sehr konzentriert am Arbeiten. Ich muss den OP-Saal für später vorbereiten. Ah, ja, und du bist sicher, dass du nicht aufgeregt bist. Wegen dem Liebesbrief? Was? Was denn für ein Liebesbrief? Wovon redest du denn da? Na, Gino hat einen Liebesbrief gefunden. Und jetzt versucht er herauszufinden, wer den geschrieben hat. Okay, Gino hat einen Liebesbrief bekommen. Und er versucht herauszufinden, wer den geschrieben hat. Und jetzt bist du bei mir? Glaubst du etwa, dass ich den Liebesbrief an Gino geschrieben hätte? Also, so habe ich uns jetzt bisher eigentlich noch gar nicht gesehen. Naja, und Schwester Lucy glaubt auch, dass der Brief an sie geschrieben wurde. Also... Warst du's? Schwester Lucy. Naja, Lucy ist auf jeden Fall auch immer sehr nett und hilfsbereit, wenn auch ein bisschen schrullig. Aber naja. Halt, Moment mal. Ich habe an gar keinen einen Liebesbrief geschrieben. Was soll denn dieser Unsinn? So, ihr beiden, was ist denn hier los? Warum redet ihr so viel über diesen Liebesbrief? Wir müssen arbeiten. Und wenn überhaupt, ist der wahrscheinlich eh an mich gerichtet. Was, Alex? Du glaubst, der Brief... ist an dich gerichtet? Ich glaube kaum. Nee, also das glaube ich jetzt auch nicht. Gesehen, Herausforderung, aha. Schönen Valentinstag. Ja, das ist ja schön und gut mit dem Brief hier, aber wir haben eigentlich eine Menge zu tun. Und außerdem geht es in diesem Brief sowieso um mich. Was, Alex, jetzt glaubst du auch noch, dass es in dem Brief um dich geht? Warum das denn? Na, das ist doch ganz eindeutig. Von der Herausforderung, wo hier gesprochen wird, das ist doch definitiv die OP heute, die ich leiten muss. Und außerdem bin ich hier ja wohl auch immer jeden Tag zu sehen. Also, schön, dich jeden Tag zu sehen. Darum geht's. Dabei geht's doch um mich. Und das mit der Butterblume bezieht sich bestimmt auf die Buttermilch, die ich jeden Morgen zum Frühstück trinke. Aber darum sollten wir uns vielleicht später nochmal weiter kümmern. Schwester Lucy, holen Sie bitte Frau Blume, die OP geht gleich los. Oh ja, das hätte ich ja fast vergessen. Luis, hilfst du mir bitte? So, Frau Blume, gleich geht's los. Wir schieben jetzt das Bett nach unten. Keine Sorge. Ganz genau, Frau Blume. Es wird alles okay. Und nach der OP wird's Ihnen auch wieder viel besser gehen. So, Luis, du schiebst und ich ziehe. So, dann kann die OP ja auch starten. Frau Blume wurde in Narkose versetzt und schläft jetzt tief und fest. Und wenn wir hier fertig sind, können wir auch wieder über den Liebesbrief reden, wer den jetzt geschrieben hat. Schwester Lucy, ich bitte Sie jetzt um volle Konzentration. Das hier ist wirklich wichtig. Wir können uns jetzt nicht weiter auf diesen Liebesbrief fokussieren. Oh Mann, ich bin echt aufgeregt wegen Frau Blume. Ich hoffe, es geht bei dieser OP alles gut und danach geht's ihr wieder besser. Ach Luis, du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Alex und Schwester Lucy sind unfassbar kompetent. Das wird vollkommen reibungslos verlaufen und am Ende wird alles gut. Das kann ich dir versprechen. Oh, danke Gino, das war wirklich sehr aufbauend von dir. Oh Mann, was Gino gerade gesagt hat, das war echt richtig nett. So was Nettes habe ich noch nie von ihm gehört. Er hat richtig nett über Alex und Schwester Lucy gesprochen. Heißt das vielleicht,
er hat doch diesen Brief geschrieben und versucht jetzt einfach nur Aufmerksamkeit darauf zu von sich abzulenken, indem er sagt, es wird dabei um ihn gehen? Das ist alles sehr mysteriös und verdächtig. Oh, da liegt sie, unsere Frau Blume. Und bei der OP ist alles gut gegangen. Ja, da bin ich auch wirklich sehr erleichtert. Vollkommen ohne Komplikationen. Schwester Lucy, Sie waren mir wirklich eine große Hilfe. Dankeschön. Aber Alex, die Hauptarbeit haben natürlich Sie geleistet. Vielen Dank für diese tolle OP. Ich freue mich auch, dass alles so gut gelaufen ist. Aber ich hatte auch volles Vertrauen in euch. Gino, was machst du eigentlich hier oben? Ich wollte auch schauen, ob es Frau Blume gut geht. Ich bin vielleicht cool, aber mein Herz ist auch nicht aus Stein. Danke, Luis. Sorry, so meinte ich das gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, weil du sonst immer am Empfang sitzt. Na hör mal, ich glaube, du hast mich ganz schön falsch eingeschätzt hier. So, hier wird jetzt nicht gezankt und außerdem haben wir noch etwas viel Wichtigeres zu besprechen. Genau, wer hat denn jetzt diesen Liebesbrief an mich geschrieben? Oh, hallo, schön, dass ihr hier alle versammelt seid. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Geht es Frau Blume gut? Ich mache mir wirklich solche Sorgen um meine allerliebste Butterblume. Was? Ja, meine Butterblume. Frau Blume. Ich habe ihr für die OP nur das Allerbeste gewünscht. Dafür habe ich ihr extra noch einen Brief geschrieben. Ich meine, man hat eine OP nicht immer an Valentinstag. Da wollte ich sie noch etwas aufmuntern. Den habe ich extra noch unten am Empfang abgegeben. Dino? Du hast den Brief von Herrn Schmidt bekommen? Und der war auch nicht an dich gerichtet, sondern an Frau Blume. Woher soll ich das denn wissen? Als ob ich auf sowas achte. Ich war wahrscheinlich wieder am Telefonieren. Naja, ich muss dann jetzt auch mal ganz schnell weg. Tschüss. Oh Mann, dieser Gino. Hätte er einfach mal wieder ein bisschen besser aufgepasst, dann wäre dieses ganze Kuddelmuddel gar nicht erst passiert. Aber naja, es ist ja alles gut ausgegangen. Ach so, ja, und um Ihre Frage zu beantworten, Frau Blume geht es sehr gut. Sie hat die OP gut überstanden, aber sie muss sich jetzt natürlich noch etwas ausruhen. Oh, das freut mich aber, dass es ihr gut geht. Ach, da ist der Valentinstag doch gerettet. Oh Mann, ganz schön süß, dass sich hier anscheinend eine kleine Liebesgeschichte hier im Krankenhaus entwickelt hat zwischen Herrn Schmidt und Frau Blume. Wobei, wenn ich mir so angucke, wie alle auf diesen Liebesbrief reagiert haben, glaube ich, dass das nicht das einzige Beziehungsdrama bleibt. Hey cool, hier ist ja das Krankenhaus, dann kann ich ja als Louis bei seinem Praktikum besuchen. Emma, warte mal bitte kurz. Du bist dir also wirklich sicher, dass das mit Louis abgesprochen ist und das okay ist, wenn du jetzt da einfach hineingehst? Ich meine, er hat ja dort sein Praktikum und nicht, dass du ihn bei seiner Arbeit störst. Nein, Mama, das ist natürlich alles Abgesprochene. Louis weiß Bescheid und alle anderen bestimmt auch. Na gut, Emma, wenn du das sagst, dann glaube ich dir wohl. Na, dann lass uns doch mal reingehen. Okay, wo ist Louis jetzt? Ich kann ihn gar nicht sehen. Ach Emma, hab nur Geduld. Das ist doch schließlich ein Krankenhaus. Es ist doch riesig und hier gibt's doch auch mehrere Stationen. Lass uns doch einfach mal den Mann dort vorne fragen. Entschuldigen Sie bitte, wir suchen einen Louis Feenstaub. Der macht hier gerade sein Praktikum. Wissen Sie vielleicht, wo der sich gerade befindet? Was? Louis Feenstaub? Nein, habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh nein, dann sind wir bestimmt im falschen Krankenhaus gelandet. Halt, stopp! Moment mal. Warte, von dir habe ich schon mal gehört. Bist du nicht Gino? Louis hat mir das schon erzählt. Du bist doch der blöde Rezeptionist. Los, sag mir jetzt schon, wo Louis ist. Emma, du kannst doch nicht so reden und komm da bitte sofort runter. Was willst du, kleine Göre, denn jetzt hier? Auf diesem Schreibtisch haben nur meine Füße Platz und keine kleinen nervigen Kinder. Ach, was ist denn hier los? Ach, Dr. Ed, gut, dass Sie da sind. Hier ist schon wieder irgend so ein nerviges Kind. Ach, Gino, du hast sie doch bestimmt wieder provoziert, nicht? Emma, ich bitte dich, jetzt komm da bitte sofort runter. Ja, ist ja gut, Mama. Aber irgendwo muss doch Louis sein. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo der Louis Feenstaub ist? Der macht gerade sein Praktikum hier und die kleine Emma wollte den einmal besuchen. Klar, Louis macht hier gerade sein Praktikum und der ist gerade bei Schwester Lucy, denke ich. Das ist ja eine tolle Idee, dass du ihn besuchen möchtest. Süß. Juhu, ich kann wirklich hierbleiben und mein Plan hat auch funktioniert. Und das ist auch wirklich in Ordnung für Sie, wenn Emma hier rumläuft? Sie ist ja wirklich ein ganz schöner Wirbelwind. Ach, ich finde, das ist eine tolle Idee. Ist doch, Wirbelwind ist doch super. Und bei diesem Personal hier wird das sicherlich nicht auffallen. Dr. Ed, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, dass Sie dieses kleine Monster hier rumlaufen lassen. Aber wo sind denn jetzt Louis und diese Schwester, Lucy? Okay, Emma, ihr macht das schon. Vielen Dank nochmal. Emma, ich wünsche dir viel Spaß. Ich hole dich dann später wieder ab. Und bitte benimm dich. Mach keine Dummheiten. So, Emma, ich bringe dich dann einmal hoch in den ersten Stock. Da befinden sich Lucy und dein Louis. Ja, super, ich freue mich schon. Und mit dir, Gino, habe ich später noch ein Hühnchen zu rupfen. Was? Oh Mann,
So viele nervige Kinder hier im Krankenhaus. So, da sind wir auch schon im ersten Stock bei den Patienten. Und dahin sind auch schon Lucy und Luis. Geh einfach mal leise rüber. Ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun. Bis später. Hey Luis, ich bin's Emma. Überraschung. Hä? Was? Emma? Was machst du denn hier im Krankenhaus? Bist du krank? Oh, wer ist denn das? Luis, ist das deine Schwester? Nee, meine Schwester ist das nicht, sondern die von meinem besten Freund, Julian. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum sie hier ist. Luis, ich habe letztens so ein Krankenhausspiel gespielt, an Julians Laptop, so heimlich wie immer. Und ja, dann habe ich gedacht, dann kann ich dich doch wirklich mal im Krankenhaus besuchen, weil in dem Spiel habe ich dich nicht gefunden. Okay, und jetzt bist du einfach hier im Krankenhaus? Naja, okay. Schön, dich zu sehen auf jeden Fall. Oh, das ist ja süß, dass du den Luis besuchen möchtest. Also ich habe da auf jeden Fall nichts einzuwenden. Möchtest du vielleicht einen Kakao? Oh ja, yeah, ich liebe Kakao. Alles klar, dann mache ich dir mal einen. Und was machst du jetzt den ganzen Tag, Luis? Also ich bin heute mit Schwester Lucy unterwegs und wir kümmern uns so ein bisschen um die Patienten. Das hier ist Frau Blume. Die wurde neulich operiert und sie ist noch ein bisschen ans Bett gefesselt. Aber ihr geht schon besser als vorher. Oh, hallo, ein neues Gesicht. Schön, dich kennenzulernen, Kleines. Hallo. Oh, das Bett ist ja voll weich. Das ist ja voll cool. Hey, ihr habt ja sogar eine Schaukel hier. Woo! Oh je, was ist denn jetzt hier los? Oh nein, Emma, was machst du denn da? Du kannst doch nicht einfach hier aufs Bett drauf springen und... Das ist auch keine Schaukel. Das ist zum Hochziehen. Ich hab doch gesagt, Schwester Blume ist noch sehr erschöpft von der OP. Du kannst da nicht einfach so drauf springen. Ach Mann, du Spielverderber. Ja, okay. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Also, ein Krankenhaus ist auf jeden Fall kein Freizeitpark. Hier musst du dich schon ein bisschen an ein paar Regeln halten und auch ein bisschen ruhiger sein. Die Patienten müssen sich doch erholen. Ach herrje, ist das aufregend. Ich mach erstmal ein Schläfchen. So. Und der Kakao ist auch fertig. Und da habt ihr aber brav gewartet. Yeah, Kakao, her damit. Entschuldigen Sie, Frau Blume, das war auf jeden Fall nicht so geplant. Ach, naja, das passiert ja nicht jeden Tag. Und ein bisschen Action ist doch auch mal was Feines. So, der Kakao ist jetzt leer. Also, was machen wir als nächstes? Also, als nächstes müssen wir zu Herrn Schmidt. Tschüss, Frau Blume. Erholen Sie sich noch gut. Oh Mann, die ist direkt eingeschlafen. Okay, wo ist jetzt dieser Herr Schmidt? Ah, da kommt er schon. Hallo, Herr Schmidt. Oh, hallo, Kinder. Da ist ja ein neues Kind dabei. Das werden ja immer mehr hier im Krankenhaus. Guten Morgen, Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen denn heute? Ach, mir geht es ganz prächtig. Ich erhole mich hier gut. Ich war jetzt gerade eigentlich auch schon auf dem Weg zu Frau Blume. Ich wollte Sie jetzt nach der OP auch einmal besuchen. Ja, das können Sie gleich machen, aber erst muss ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. So, Emma, du musst dich jetzt auf jeden Fall ein bisschen benehmen, okay? Ja, ja, Luis, das mache ich doch immer. Aber erstmal muss ich gucken, ob das Bett genauso weich ist. Emma, das ist überhaupt nicht brav. Du kannst doch nicht einfach schon wieder auf ein Bett draufspringen. Okay, dann gehe ich hier hin. Hey, cool, Sandwiches, lecker. Emma, nicht einfach die Sandwiches essen. Die gehören doch Herrn Schmidt, der muss die doch selber essen. Zu spät, die waren super lecker. Außerdem, was man findet, darf man behalten. Ach, schön, wie ihr beiden hier gewartet habt. Ihr seid so brave Kinder. So, ich hole dann schon mal den Aufzug, dann fahren wir gleich nach unten. Tschüss, Herr Schmidt. Entschuldigen Sie bitte, Herr Schmidt. Emma hat jetzt einfach ihre Sandwiches aufgegessen. Ich hole Ihnen später neue. Die Kleine darf sie ruhig essen. Die ist ja noch im Wachstum. Ich hatte eh gar keinen Hunger mehr. Tschüss, Luis. Ich besuche jetzt erstmal Frau Blume. Meine Butterblume. Oh nein, wo ist Emma denn jetzt schon wieder hin? Und diese Tür sollte eigentlich nicht offen stehen. Emma? Oh nein, Emma, jetzt bist du einfach hier ins Badezimmer reingegangen. Da darfst du nicht einfach so hingehen. Luis, das Badezimmer ist ja voll riesig. Boah, und die Dusche hat ja die perfekte Höhe. Guck mal, die kann ich sogar alleine anmachen. Wie cool. Nein, Emma, jetzt hast du die Dusche angemacht und ich stand doch direkt runter. Jetzt bin ich pitschnass. Na toll. Mach sie sofort wieder aus. Los. Ja, Luis, ist ja schon gut. Und wieder aus. Jetzt muss ich mich erstmal komplett abtrocknen. Wo ist denn hier ein Handtuch? So. Jetzt bin ich wieder trocken, zum Glück. Oh Mann, Emma. So, und die Tür machen wir jetzt auch wieder zu, als ob nichts gewesen wäre. So, der Fahrstuhl ist jetzt auch endlich da. Lucy, ist Emma gar nicht bei Ihnen? Emma? Nein, du hast doch auf sie aufgepasst. Naja, hier ist sie auf jeden Fall nicht. Oh nein, jetzt habe ich Emma hier verloren und die macht doch so schon genug Chaos. Oh oh. Ach, sie war bestimmt ein braves Mädchen und hat einfach schon die Treppen runtergenommen. Lass uns einfach...
mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Da werden wir bestimmt auf Sie treffen. Okay, jetzt sind wir hier unten im Wartebereich. Und hier ist Emma auf jeden Fall auch nicht. Oh oh. Ich guck mal hier. Vielleicht versteckt sie sich bei den Stühlen. Ach, wie süß ihr beiden Verstecken spielt. Naja, du wirst sie schon finden. Ich muss mal eben meine Akte holen. Oh Mann, also im Wartebereich ist sie auf jeden Fall nicht. Wo kann sie denn nur stecken? Ich muss wohl mal bei Gino fragen. Der sieht ja eigentlich immer alles in dem Eingangsbereich. Hey Gino, hast du hier so ein kleines Mädchen gesehen? Meine Freundin Emma. Die müsste hier eigentlich langgelaufen sein. Ach, Luis, nerv mich nicht. Nein, ich habe hier niemanden gesehen. Bist du dir sicher? Ich meine, na gut, du bist sonst auch nicht immer so aufmerksam. Ach, keine Ahnung. Irgendwo muss sie aber doch sein. Tja, also hier ist sie auf jeden Fall nicht und jetzt geh bitte weg. Danke für deine Hilfe, Gino. Dann suche ich einfach mal hier weiter. Hey, Alex. Guten Morgen. Hast du hier ein kleines Mädchen mit roten Haaren gesehen? Ach, guten Morgen, Luis. Nein, ich bin irgendwie total müde. Ich habe hier niemanden gesehen. Moment mal, ich höre da Geräusche hinten aus der Ecke. Was? Hier sind Geräusche? Eigentlich sollte hier aber niemand sonst außer mir drin sein. Doch, ich bin ganz sicher, ich habe da etwas gehört. Aha, Emma, du hast dich einfach unter dem Bett versteckt. Oh Mist, du hast mich gefunden, Luis. Oh Mann, ey, ich musste doch testen, ob dieses Bett genauso weich ist wie die anderen, aber ist es gar nicht. Luis, was ist denn hier los? Was ist das für ein Mädchen? Ihr könnt ja aber nicht einfach so im OP-Saal spielen. Tut mir leid, Alex. Emma, komm jetzt. Ja, bitte verlass jetzt den OP-Saal. Ich muss mich hier wieder auf eine wichtige OP vorbereiten. Nochmal, tut mir leid. Emma, du benimmst dich echt ganz schön daneben. Lass uns mal in den Wartebereich gehen. Ich spendiere dir was zu trinken. Okay, was zu trinken hört sich gut an. Los geht's. Also bisher hast du ja noch kein Riesenchaos veranstaltet. Ich hoffe, das bleibt wenigstens so. Ich hoffe nicht, dass ich das Praktikum jetzt irgendwie deswegen verliere. So, was hättest du denn gerne zu trinken? Ich nehme irgendwie so ein Wasser mit Sprudel. Alles klar, hier, bitteschön. Hey, ich hab ne Idee, wir können die Flasche schütteln und dann Gino geben. Was? Du willst jetzt schon wieder einen Streich spielen? Wobei, Gino hat's eigentlich wirklich verdient. Na gut, dieses eine Mal bin ich auf deiner Seite, Emma. Hey Gino, wir haben dir was zu trinken mitgebracht. Ja, und dann sagte ich so und dann meinte er so, was? Luis, was willst du denn jetzt schon wieder? Ach so, was zu trinken. Ja, cool, danke. Hihi, es hat geklappt, Luis. Das ist ein Streich, der sich gewaschen hat. Was ist denn hier los? Was ist das denn jetzt? Habe ich das ganze Wasser hier abbekommen? Oh Mann. Alex, bitte, gib mir sofort ein Handtuch. Okay, Emma, ich muss sagen, der Tag war eigentlich schon ganz witzig, auch wenn du ganz schön Chaos hier verbreitet hast. Hi Emma, da bin ich wieder. Na, wie war dein Tag hier? Sind Sie die Mutter von der kleinen Emma? Ach, sie war wirklich ein Engel, so brav. Unsere Emma, ein Engel? Ach, das glaube ich ja kaum, aber wenn Sie das sagen, das freut mich doch zu hören. Ja, Mama, das war wirklich ein super lustiger und cooler Tag hier im Krankenhaus und vielleicht kann ich ja nochmal vorbeikommen. Das Telefon höre ich nicht. Sag mal, Gino, hörst du das Telefon etwa nicht? Es klingelt doch. Dr. Ed, welches Telefon? Ich höre hier gar nichts. Doch, das Telefon, was hier steht, und zwar genau vor deiner Nase, das klingelt doch. Geh jetzt bitte mal ran. Nee, ich gehe heute nicht ans Telefon. Die rufen den ganzen Tag schon an. Das nervt einfach. Ach, Gino, weißt du, wer auch nervt? Du, und zwar demnächst beim Arbeitsamt, wenn du jetzt hier nicht mal ans Telefon gehst und endlich deinen Job machst. Hallo, willkommen im Krankenhaus in Playmobil City. Hier ist Gino. Guten Morgen. Hallo, Dr. Ed. Oh, hi, Luis. Du bist ja früh da heute. Ja, wie Mama immer sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Übrigens, danke nochmal, dass ich das Stethoskop für Karneval ausleihen durfte. Ach, für meinen Lieblingspraktikanten mache ich doch alles. Dr. Ed, ich bin jetzt fertig mit Telefonieren. Es wird gleich ein neues Kind hier als Patient eingeliefert. Diabetesverdacht. Ah, okay, alles klar. Danke, Gino. Ich kümmere mich um alles Weitere. Oh, hey, Luis, hast du das gehört? Dann bekommst du ja das erste Mal mit, wie ein neuer Patient hier heute aufgenommen wird. Ja, das habe ich bisher tatsächlich noch nicht mitbekommen. Bisher sind ja immer nur Frau Schmidt und Frau Blume hier. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Luis, gleich kommt auch der nächste Patient. Dr. Ed hat mir schon alle Informationen gegeben. Und ich verhalte mich auf jeden Fall ruhig und gucke erstmal nur zu. Oh, ich glaube, da kommen sie schon.
So, Max, hier sind wir wohl angekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Am besten frage ich mal nach. Entschuldigen Sie bitte. Es geht um meinen Sohn. Der kleine Max, der soll heute hier wohl aufgenommen werden. Wo müssen wir denn dann hin? Ja, hallo. Eigentlich müsste Schwester Lucy sie schon längst in Empfang genommen haben. Ja, da bin ich auch schon. Hallo. Und du bist also der kleine Max, ja? Ich habe gehört, der Hausarzt hat dir angerufen und es ist bei dir Verdacht auf Diabetes. Das müssen wir natürlich auch nochmal genau überprüfen hier. Ja, genau. Das hat der Hausarzt gesagt, weil ich immer so müde bin und ich muss so oft auf Toilette und mir ist auch ganz oft schlecht und er meinte, wahrscheinlich habe ich Diabetes. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ach ja, das kann ich wohl verstehen, aber du musst dir eigentlich keine Sorgen machen. Ganz, ganz viele Menschen auf der Welt haben Diabetes und das ist inzwischen schon alles so gut erforscht und alle kümmern sich super drum und da kann man wirklich gut mit leben. Oh, okay, danke schön. So, dann müssen wir gleich auf jeden Fall noch ein paar Untersuchungen machen. Ich hole erstmal deine Akte. So, da ist sie auch schon. Du, Gino, wo ich dich gerade so angucke. Du siehst ja den kleinen Max auch ein bisschen ähnlich, sag mal. Ist das dein Bruder? Was, mein Bruder? Nein, warum sollte er mein Bruder sein? Warum fragst du sowas dauernd? So, Max, ich muss jetzt noch ein paar Sachen mit deiner Mutter eben besprechen. Das hier ist Luis, unser Praktikant. Der leistet dir ein bisschen Gesellschaft. Hallo, ich bin Luis. Ich mache hier ein Praktikum. Und du bist Max, ja? Wie geht's dir denn? Ja, also, ich bin ehrlich gesagt ganz schön nervös, dass ich jetzt hier bin. Ich meine, Lucy hat mir gerade wirklich gut zugesprochen. Oh, aber mir geht's halt nicht so gut. Das kann ich total verstehen. Ich hätte auch Angst, wenn ich in deiner Position wäre. Aber hier im Krankenhaus sind wirklich alle extrem professionell. Das wird schon. Und ich komme heute auf jeden Fall auch noch den Tag über mit, um dich aufzumuntern. So, Max, dann ist jetzt alles geklärt. Dann komm mal mit nach oben ins Behandlungszimmer, ja? Hi, Luis. Na, hat alles geklappt mit dem neuen Patienten? Ja, die gehen gerade hoch ins Behandlungszimmer. Deswegen warte ich jetzt noch. Da sollte ich ja nicht mit hingehen. Aber, naja, der Max, der ist ganz schön nervös und macht sich echt große Sorgen. Ach, der tut mir echt leid. Mach dir keine Sorgen um den kleinen Max. Das ist natürlich jetzt erstmal zu Anfangs, ja, ein bisschen viel für ihn. Aber wie wär's denn? Vielleicht fällt uns ja irgendwas ein, wie wir ihn irgendwie aufmuntern könnten. Hallo Gino, ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Noch eine Aufgabe? Ich muss doch heute schon ans Telefon gehen. Reicht das nicht? Wie auch immer, ich habe eine noch viel wichtigere Aufgabe für dich. Und zwar musst du dich als Clown verkleiden. Was? Als Clown? Das ist doch wohl ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Du sollst hier bitte einmal die Patienten aufmuntern. Ich meine, das ist extrem wichtig und du sitzt hier doch sowieso noch rum. Und außerdem, es ist doch Karneval. Ich fasse es ja wohl nicht. Jetzt will Dr. Ed tatsächlich, dass ich mich auch noch als Clown verkleide? Aber naja, sie hat auch nicht ganz Unrecht. Ich meine, es ist Karneval und das wird hier im Krankenhaus einfach gar nicht gefeiert. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber naja, ich werde mich nicht als Clown verkleiden. Das geht zu weit. Oh doch, das wirst du. Und denk dran, das Arbeitsamt gibt's ja auch noch. Nein, das geht zu weit. Ich verkleide mich niemals, niemals, nicht in 1000 Jahren als Clown. Da hat sie mich doch überredet. Und jetzt habe ich ein Clownskostüm an. Das ist doch echt unfassbar. Ach Gino, das steht ja doch wirklich ausgezeichnet. Sieht besser aus als vorher. Dann mal viel Spaß. Ich muss los. Auf Wiedersehen. Sag mal Gino, hast du meine Akte gesehen? Gino? Wo ist Gino? Der sitzt doch sonst immer hier rum. Und warum ist da ein Clown im Eingangsbereich? Entschuldigen Sie, Herr Clown. Haben Sie vielleicht einen blonden Mann gesehen? Nein. Ich habe hier niemanden gesehen. Moment mal, Gino. Bist du das etwa? Bist du als Clown verkleidet? Nein, nein, ich bin kein Clown. Ich meine, ich bin nicht Gino. Ich muss los. Tschüss. Oh Mann, wie peinlich. Na, der kann mir ja was erzählen. Das ist definitiv Gino gewesen. Ich bin doch nicht blöd. Ah ja, da ist ja der kleine Max. Dann wollen wir mal. Und Max, was hat Schwester Lucy jetzt gesagt? Naja, also ich soll jetzt auf jeden Fall erstmal mindestens 2 Wochen hier bleiben, dass ich jetzt alles lerne, was sich in meinem Leben ändert und wie ich jetzt mit dem Diabetes umgehen muss. Hallo, ich bin ein Clown. Ah, ein Clown. Wo kommt der denn her? Es ist Karneval. Ich meine, hallo, ich bin hier, um euch aufzumuntern. Okay. Ist das normal, dass hier ein Clown ist? Moment mal, die Stimme kenne ich. Ist das etwa Gino als Clown verkleidet? Was soll das denn? Ja, du Clown. Erzähl uns doch mal einen Witz.
Oh, was soll das denn jetzt von Luis? Naja, okay, dann, ja klar, Kinder, erzähle ich euch jetzt einen Witz. Warum haben Elefanten so große Füße? Na, wisst ihr's? Warum Elefanten so große Füße haben? Nee, keine Ahnung. Damit sie die Körbe besser treffen können. das war irgendwie überhaupt nicht lustig. Hast du noch einen anderen Witz? Ja, okay, ich habe noch einen anderen Witz. Warum haben Hühner immer kalte Füße? Weil sie keine Socken tragen. Oh Mann, dieser Clown bringt's echt gar nicht. Oh Mann, ein Clownskostüm, um Leute aufzumuntern, reicht wohl offensichtlich nicht. Und ich habe leider keine besseren Witze. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, du Clown. Versuch's doch nochmal, erzähl uns noch einen Witz. Na gut, wie klingelt der Affe? King Kong. Oh, das ist ein Brüller. Das ist ein richtig lustiger Witz. Naja, wenigstens irgendjemandem gefällt das. Du, sag mal, Clown, bist du Gino? Oh nein, Luis hat mich erkannt. Oh je. Okay, Luis, jetzt hör mal zu. Dr. Ed hat gesagt, ich soll hier als Clown die Patienten ein bisschen aufmuntern, weil ja Karneval ist und die Stimmung ein bisschen niedrig ist. Bitte mach's mir nicht zu schwer, ja? Ach so, Dr. Ed hat das vorgeschlagen? Naja, ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Ja gut, okay, versuchen wir es nochmal. Hey, Clown, wie wär's, wenn du uns noch einen Witz erzählst? Luis, meinst du wirklich, er sollte noch einen Witz erzählen? Ich meine, der ist wirklich extrem unlustig. Was macht ein Pinguin im Wüstenklima? Er schwitzt. Hihi, oh, das war echt richtig lustig, Clown. Ja, stimmt. Stimmt, das war eigentlich ganz lustig. Hehe. So, und das war's jetzt auch schon wieder, von diesem Clown-Entertainment. Also ich fand das wirklich alles ausgezeichnet. Eine Reihe super lustiger Witze. Jetzt habe ich richtig gute Laune. Oh Mann, das war echt peinlich. Aber naja, der Kleine hat am Ende auch gelacht und das war doch eigentlich das Ziel. Also Luis, ich muss sagen, ich bin natürlich immer noch ganz schön nervös, aber das Krankenhaus wirkt auf jeden Fall witzig. Ich glaube, hier halte ich es wohl die paar Wochen aus. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, Max. Ja, hier geht's echt drunter und drüber. Aber keine Sorge, ich bin auf jeden Fall noch länger hier und leiste dir hier Gesellschaft. Ja, das freut mich auf jeden Fall echt, Luis. Danke für den Tag bisher. Das war ein langer Tag als Clown. Jetzt kann ich endlich diese Perücke hier abnehmen. Aha, du bist es also doch, Gino. Ich wusste es doch. Ja, ich kann's jetzt wohl nicht mehr verheimlichen. Ja, Alex, du hattest recht. Ich bin ein Clown. Das war auf jeden Fall super nett, dass du hier die Patienten aufgemuntert hast. Ich muss sagen, das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Ja, also in mir steckt eben auch noch ein guter Mensch und nicht nur der immer Genervte. Aber jetzt bin ich auch echt froh, dieses Clownskostüm auszuziehen. Nee, warte mal. Ich habe jetzt auch Feierabend und ich gehe noch zu einer Karnevalsparty. Hast du nicht Lust mitzukommen? Du fragst mich, ob ich mit auf eine Party mit dir komme? Naja, gut, zu Partys sage ich natürlich nie nein. Alles klar, dann komme ich wohl mit. Also alles in allem war der Tag doch echt gut. Jetzt gehen sogar noch Dino und Alex zusammen auf eine Party. Die haben vorher ja noch nie was miteinander gemacht. Cool. Das war auf jeden Fall mal ein interessantes Karnevalsfest hier im Krankenhaus. Ich meine, Gino als Clown hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas hier erlebe. Und Max tut mir natürlich leid, dass er jetzt gerade so viel durchmachen muss. Aber wir werden ihn natürlich alle unterstützen. Aua, 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 aua. Ich habe so dolle Bauchschmerzen, Mama. Och, Julian, Mensch. Deswegen sind wir ja schon im Krankenhaus. Dir wird gleich geholfen, dann wird es dir bestimmt schnell besser gehen. Au, ja, ich hoffe. Bitte, das soll wieder weggehen. Hallo, ich bin Frau Vogel mit meinem Sohn Julian. Er hat ganz schlimme Magenkrämpfe. Ah ja, Frau Vogel, Sie kenne ich doch schon. Und den kleinen Giftzwerg haben Sie heute nicht dabei? Ach richtig, Gino. Nee, heute nur mit meinem Sohn Julian. Und ihm geht's, wie gesagt, wirklich überhaupt nicht gut. Ich hatte auch eben schon angerufen und uns angemeldet. Ich meine, schauen Sie mal, er hat wirklich starke Bauchschmerzen. Können Sie bitte irgendjemandem Bescheid geben, dass wir jetzt da sind? Ah ja, Moment, dann schaue ich mal kurz im System nach. Ah ja, hier haben wir sie ja. Hallo, Dr. Ed. Die Familie Vogel ist jetzt da und möchte ganz dringend mit Ihnen sprechen. Gut, ich habe meinen Job getan. Dr. Ed weiß Bescheid. Das reicht ja wohl für heute, oder? Alles klar, vielen Dank. Wir warten mal dort drüben im Wartebereich. Ach, Julian, ist es wirklich so schlimm? Du kannst dich nicht mal hinsetzen? Ja, au, das ist im Stehen einfach besser. Wenn ich mich hinsetze, dann ist das ja so irgendwie so zusammengequetscht. Das tut dann noch mehr weh. Ach Mensch, es tut mir echt leid, dich so zu sehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hallo, Familie Vogel, sind Sie da? Ja, hallo, genau, das sind wir. Ich bin Claudia Vogel und das ist mein Sohn Julian. Und er hat ganz starke Bauchschmerzen. Komm, Julian, wir können jetzt in den Untersuchungsraum.
So, Julian, dann kannst du dich einmal hier einmal auf die Liege setzen. Oh, okay, ja, gut, dann mache ich das mal. Sitzen ist nicht so einfach mit den Bauchschmerzen, aber naja, muss jetzt. Frau Vogel, darf ich Sie fragen, hat Julian vielleicht irgendwas Falsches gegessen oder so, bevor er diese Magenkrämpfe bekommen hat? Nee, also eigentlich wirklich ganz normal, so wie immer. Aua, ich habe so dolle Bauchschmerzen. Wann kommt denn endlich Dr. Ed? Oh, habe ich da meinen Namen gehört? Hier bin ich. Oh, super, zum Glück. Hallo Dr. Ed, ich bin Julian. Kennen Sie mich noch? Ach ja, na klar, dich habe ich doch neulich im Klassenzimmer gesehen. Ja, schön, dass du hier bist oder auch nicht. Oh, ich habe gehört, du hast Magenkrämpfe. Leg dich doch am besten mal schon mal hin. Oh ja, gut, hinlegen ist auf jeden Fall schon mal besser. So, Julian, dann werde ich mit meinem Stethoskop jetzt erstmal deinen Bauch abhören. Ja, okay. Mhm. Alles klar, das werde ich mir erstmal notieren, was ich gerade so wahrgenommen habe. Ich kann dir jetzt noch nicht genau sagen, was du hast, aber ich würde ganz gerne noch einmal Blut abnehmen. Was? Sie wollen mein Blut? Warum das denn? Sind Sie ein Vampir? Ach Julian, nein, natürlich nicht. Aber das ist notwendig, denn durch das Blutabnehmen lassen sich oft Unstimmigkeiten im Körper entdecken. Das macht Schwester Lucy dann. Bis später. Okay, und wie wollen Sie jetzt an mein Blut rankommen? Das, ich meine, das ist doch in meinem Körper drin. Dafür muss ich gleich einmal an deinen Arm und dann suche ich mir da eine Vene. Da fließt nämlich dein Blut durch und das werde ich dann mit einem kleinen Pixer und einer Spritze dann aufnehmen. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. So, dann gib mir bitte einmal deinen Arm, mach dein Ärmel ein bisschen nach oben. Okay. So, dann mach bitte auch einmal eine Faust, damit sich das Blut auch gut in den Venen sammelt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Du hast auch ganz tolle Venen. So, keine Angst, jetzt komme ich mit der Spritze. Das macht jetzt einmal ganz kurz Pieks. Au, obwohl, ja, stimmt. So doll hat das jetzt gar nicht wehgetan. Also meine Magenkrämpfe sind wirklich schlimmer als das Blut abnehmen. So, und da haben wir es auch schon geschafft. Da war es wirklich ganz tapfer, Julian. Super. Dann jetzt doch einmal hier mit dem Tuch ein bisschen draufdrücken, um das abschüssige Blut noch aufzufangen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann kannst du auch gleich ins Badezimmer gehen. Und das war doch gar nicht so schlimm, oder? Das habe ich mir wirklich schlimmer vorgestellt. Danke, Schwester Lucy. Ja, ich warte dann jetzt nochmal im Wartezimmer. Oh, dir scheint es ja wirklich nicht so gut zu gehen. Am besten, ich begleite dich einmal ins Wartezimmer. So, da sind wir auch schon. Deine Mama wartet ja auch schon auf dich. Oh, danke, Schwester Lucy, dass Sie Julian hier mit hinbegleitet haben. Ach, das ist doch wirklich gar kein Problem. Das ist immerhin mein Job. Während Sie auf die Ergebnisse und Dr. Ed warten, da sind auch noch ein paar Comics. Das könnte dir vielleicht ja gefallen, Julian. So, dann schaue ich mal, was die hier so haben. Vielleicht das hier. Könnte dir das nicht gefallen? Ja, ich schaue mal rein. Oh, cool. Ja, das ist wirklich spannend. Oh Mann, ich habe so einen Durst. Ich hole mir erstmal ein Wasser aus dem Getränkeautomaten. Ah, das hat echt gut getan. Das hat meinen Durst jetzt gestillt. Oh, den Comic habe ich ja auch schon gelesen. Der ist wirklich super spannend, oder? Hi, hast du mit mir gesprochen? Ich war total im Comic vertieft. Das ist wirklich richtig gut. Ja, genau, das ist so spannend. Ich bin übrigens Max. Ich bin Julian. Oh, au, 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 ich habe so Bauchweh. Das tut mir leid. Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch hier dann. Ja, genau. Ich warte gerade auf die Ergebnisse der Untersuchung. Die haben mir tatsächlich Blut abgenommen. Und warum bist du hier? Du siehst doch auch noch ganz gesund aus. Ich habe Diabetes und nee, das sieht man auf den ersten Blick nicht. Aber es ist eine chronische Krankheit. Das heißt, dass ich das mein ganzes Leben habe. Und mit Blut abnehmen kenne ich mich inzwischen auch gut aus. Ich muss nämlich immer in meinen Finger stechen, um meinen Blutzucker zu messen. Aber das ist nur ein ganz bisschen. So schlimm ist das nicht. Und bald bekomme ich auch ein ganz neues Gerät, das den Blutzucker misst, ohne dass ich immer stechen muss. Das ist echt super. Oh Mann. Und heißt das, du musst jetzt für immer im Krankenhaus bleiben? Ach nein, Julian. So schlimm ist das nicht. Ich bin für ein paar Wochen hier, damit ich alles lernen kann, was ich wissen muss, um mit Diabetes zu leben. Danach kann ich wieder ganz normal nach Hause und, ja, auch in die Schule gehen. Aber meine Oma war tatsächlich früher ganz lange im Krankenhaus, als sie operiert wurde. Als sie aus der Betäubung aufgewacht ist, ist etwas ganz Verrücktes passiert. Sie war etwas im Halbschlaf und dachte, der Arzt wäre ein Alien und das Krankenhaus auf einem fremden Planeten. Da mussten wir alle so doll lachen. Was? Sie dachte, sie wäre auf einem anderen Planeten? Oh Mann, das stelle ich mir echt lustig vor. Julian, hast du etwa gerade gepupst? Das gehört sich doch nicht so in der Öffentlichkeit.
Oh ja, upsi, das war ich, aber mir geht's jetzt auf einmal irgendwie viel besser. Oh, okay, dann hast du ja vielleicht nur Blähung gehabt. Ja, dann können wir doch jetzt eigentlich schon nach Hause, oder? Nee, so schnell nicht. Ich würde trotzdem ganz gern die Diagnose noch abwarten. So, hier bin ich schon wieder. Ach, hi Max, das ist ja nett, dass du Julian Gesellschaft leistest. Ja, also ich bin eigentlich nur zufällig hier vorbeigekommen, aber naja, Gesellschaft leisten ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat Louis damals bei mir ja auch gemacht und dann ging es mir auf jeden Fall besser. Das ist ja wirklich sehr lieb von dir, so Familie Vogel. Dann können Sie ja mal wieder mit ins Untersuchungszimmer kommen. Also Julian, wie geht's dir denn inzwischen? Ach, das hat sich alles schon geklärt. Ich hatte wohl nur Blähungen. Also, ich kann eigentlich wieder nach Hause. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so einfach ist das leider nicht. So, wir haben jetzt ein paar Untersuchungen gemacht und wir haben festgestellt, dass du wohl laktoseintolerant bist. Oh je, na das ist wirklich keine schöne Nachricht. Moment, laktoseintolerant? Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Dann darf man doch keine Milchprodukte essen. Moment, heißt das dann, ich darf gar kein Eis mehr? Naja, es gibt ja auch genug Produkte, die kein Laktose beinhalten. Das gleiche gilt natürlich auch für Eis. Also genaueres kann euch dann der Ernährungsberater sagen. Da würde ich euch dann gleich eine Überweisung schreiben. Julian, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Also so habe ich mir den Tag wirklich nicht vorgestellt, als ich heute Morgen aufgewacht bin, dass ich jetzt hier im Krankenhaus bin und jetzt auch noch so eine Diagnose bekomme. Also ich mache jetzt wie gesagt einmal die Überweisung fertig, solange können Sie noch im Wartebereich Platz nehmen. Komm Julian, dann warten wir gerade noch hier, wir können gleich gehen. Ach guck mal, der kleine Max ist ja auch noch da. Dann geh doch in der Zeit schon mal zu ihm rüber und sag dann nochmal Hallo. Hallo Max, was machst du denn noch hier? Ich wollte noch warten, was bei deiner Untersuchung rausgekommen ist. Oh, das ist ja nett. Leider keine so guten Nachrichten. Ich bin wohl laktoseintolerant. Das heißt wahrscheinlich, ich darf kein Eis mehr essen. Zumindest, wenn da Milch drin ist. Kannst du dir das vorstellen? Oh, das tut mir echt leid, Julian. Aber ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Also, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe ja Diabetes. Und das bedeutet, dass mein Körper keinen Zucker eigenständig verarbeiten kann. Dafür muss ich dann zwar das Medikament Insulin selber nehmen, aber auf meine Ernährung ist trotzdem zu achten. Das ist sehr wichtig. Oh, dann sind wir ja sogar fast in einem Boot, weil in Eis ist ja auch Zucker drin. Und wie geht's dir damit? Es ist natürlich eine riesige Umstellung jetzt in meinem Leben, aber ich habe in letzter Zeit auch sehr viel gelernt und gelesen, wie andere Menschen mit Diabetes ein total erfolgreiches und glückliches Leben führen. Ich lasse mich davon also nicht runterziehen. Wow, also so wie du das erzählst, da geht's mir irgendwie schon besser. Dann habe ich eben ein paar kleine Einschränkungen, aber wenn du es so schaffst, so positiv zu sein, dann sollte ich das doch auch. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!